Heute Abend begrüße ich Sie noch einmal recht herzlich aus einer abendlichen Stimmung, ein bisschen regnerisch. Und ich habe mir gedacht, ich fahre mit den Inline-Skatern noch eine Runde, um ein bisschen blonden Tabak aus Amerika nach dem arabischen Kaffeekonsum zu genießen. Und da haben wir gedacht, ja, ich könnte vielleicht ein bisschen über das Leben des großen Psychologen oder wie man ihn nennen mag, Anthropologen, Erich Fromm oder Psychiater, wie man ist mir wurscht, wie man es nennen will, ein bisschen sprechen. Also anzusiedeln etwa 1974 oder 1976 hat er im höheren Alter in Locarno das Buch Haben oder Sein geschrieben. Also die seelischen Grundlagen einer unter Anführungszeichen neuen Gesellschaft, also wo er die Manuskripte verfasst hat und schließlich bei der Veröffentlichung 1976 in diesem Buch also Aufnahme gefunden haben. Einige der Kapitel sind in dem vorliegenden Buch vereint, also dass ich dann durchspreche vom Haben zum Sein. Und sie setzen seine Lektüre voraus, aber es ist nicht unbedingt erforderlich, dass man alles kennt, verstehst du? In vielen Gesprächen und bei zahlreichen Veranstaltungen zu Fragen haben oder sein, sind auch Missverständnisse entstanden, aber die können dann wieder ausgeräumt werden, indem man wieder zurückkommt und sagt, was ist es eigentlich, was er geschrieben hat. Da muss er denken, der Erich Fromm und diese ältere Garnitur von Menschen, die haben in ihrem Leben meist so 30 bis 60 Bände geschrieben und jedes der Werke hatte so etwa im Durchschnitt 800 Seiten. Und heute wäre keiner fast der Jugendlichen mehr weder imstande noch hätte die Tapferkeit, so lange Weltzeit zu lesen, also so dicke Bücher verbal durchzukauen. Und wenn man weiß, da kommt nichts raus, das Glas Stücke Dorsenschein. Verstehst du? Man muss da denken, ein Psychiater, ein Psychologe hat ja etwa 5 bis 6 Jahrzehnte Zeit gehabt, immer zu schreiben. Und jetzt hat er es ja auf der Welt über fast 500 Millionen solcher Menschen gegeben. Verstehst du? Hallo, servus. Also ich sagte gerade für die Mädchen vielleicht. Es hat in den letzten 5 Jahrzehnten ca. 500 Millionen Menschen gegeben, die das ganze Leben Bücher geschrieben haben. Also, und da dann eine Mischung herauszufinden von diesen 500 Millionen Männern, die das ganze Leben, also mehr als 5 Jahrzehnte jeder Bücher geschrieben hat, kannst du dir vorstellen, da sind Milliarden von Seiten geschriebener herausgekommen. Und dann ist es ja gar nicht einfach, wieder das zu wählen, in wenigen Stunden das zu erheischen, was lobenswert oder erwähnenswert ist. Verstehst du, in der Psychiatrie, in der Methodenlehre, in der Methodologie der Psychoanalyse oder sonst wo, verstehst du? Oder auch in der Medizin. Du musst ja denken, wenn 500 Millionen Zeitgenossen, seit wir das Grundrecht haben, als Ärzte, Fachärzte, Psychologen, Psychiater gebildet worden sind, auf der weltweit, also global betrachtet, und die haben das ganze Leben geschrieben und geforscht, da sind sie zu vielen verschiedenen
Schlussfolgerung gelangt. Und dann, wenn du wirklich Krebs hast, eins der 400 Krebsarten, ist die Frage, ob du dann jemand schnell findest, der dich heilen kann. Und inzwischen habe ich gehört, hat es noch kaum einen Menschen gegeben, der dann wirklich eine Heilung erfahren hätte. Man muss da denken, es ist auch so, dass viele Menschen, die etwas in Erfahrung bringen konnten, das nur wieder gegen Geld hergeben und das, was sie in Erfahrung bringen konnten, in dicken Wälzern verborgen ist und dass man nicht immer das Rechte zum richtigen Augenblick herausfiltern kann. Verstehst du, du musst annehmen. Es gibt so viel Fachliteratur für Medizin oder Psychiatrie oder Psychologie, aber wenn du jetzt wirklich eine spezielle, präzise Krankheit, eine konkrete, in deiner konkreten Person hast, ist es nicht leicht, Heilung zu erfahren. Und der Schmerz wird dir sowieso nicht erspart meistens. Und der Mensch fragt sich, ob das, was in den Heiligen Schriften verborgen ist, was drinsteht, der Baum zur Erkenntnis, verstehst du, der Baum der Erkenntnis ist auch ein hartes Stück Brot, verstehst du? Weil er kann dich auch in die Irre leiten. Einerseits das Gemüt, wenn es gesund ist und wenn der junge Mann eine junge Freundin oder was er geliebt hat, ist es romantisch, ist es schön, verstehst? Aber andererseits, wenn ein alter Gelehrter schon wieder angenagt ist in seinem Leben, verstehst? Und noch niemals zu einem Zug gekommen ist, noch nie als Bräutigam seine Funktion wahrnehmen konnte, verstehst? Dann ist das, oder keine Nachkommen erzielen kann durch die Meineidigkeit und die Revolution, dann ist ja das ganze Wissen, der Baum der Erkenntnis, eine profile Geschichte gewesen, verstehst? Wenn mitten im Baum des Erkenntnis jeweils der Tod wartet, verstehst? Wo die Paläste ausgeräumt sind, kein Lichtlein mehr, wo brennt, verstehst? Und die Dame in Alleingang mit schwarzen Limousinen fährt.